Nico, 23:30, deutlicher Sieg in Ferndorf, wie hast du das Spiel gesehen? Wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan, vielleicht ein bisschen gegen die Abwehr. Aber ich denke, wir haben da ganz gute Spielzüge gehabt, wo wir zum Torerfolg geführt haben. Hinten sind wir ganz gut entstanden. Wir sind dann mit 10:15 in die Halbzeit. Es war ganz in Ordnung, denke ich. Und ja, wir haben uns den Stiefel weiter runtergespielt. Dann haben wir auch hat uns halt noch ein bisschen schwerer gemacht mit der Abwehr. Aber ich denke, wir haben gute Lösungen gefunden und haben jetzt die 2 Punkte wieder nach Hause gebracht. Danke dir. Ja, Nico, 23:30 hier in Ferndorf, wieder 20 Erlanger hier. Das ist schon fantastisch, dass ihr jetzt auch mal wieder abgeliefert habt. Ja, muss man echt sagen. Also es ist wirklich immer wieder beeindruckend. Also wir sagen es immer wieder, aber das ist auch ernst gemeint. Wir sind wieder in die Halle eingelaufen. Ich war ein bisschen überrascht, weil es ist Sonntagabend und es sind doch 400 Kilometer. Das ist, glaube ich, nicht das Attraktivste. Aber nee, das war echt recht schön und man sieht ja, es bringt ja auch was. Also ich finde, haben uns halt wieder super unterstützt. Wir haben bis auf ein paar kleine Phasen eigentlich relativ souverän das Ganze runtergespielt und von dem her können wir zufrieden sein.